Das ist immer so, Österreich ist ein stabiler Markt und es dauert alles länger und es geht langsamer und milder. Herr Dr. Ridder, wie schätzen Sie denn das zu erwartende Transaktionsvolumen in Österreich im Jahr 2009 ein? Ja, es ist natürlich schwer jetzt schon zu sagen, wie es am Jahresende sein wird. Das erste Quartal jedenfalls war relativ gut, so mit ca. 650 Millionen, was eigentlich über dem Schnitt liegt, was zu erwarten gewesen wäre, weil in ganz Europa ja die Transaktionsvolumina gesunken sind. Aber also irgendwo zwischen 2 bis 3 Milliarden wird es wohl liegen. Aber wie gesagt, es ist im Moment nicht leicht vorherzusagen. Und wie sehen die Vergleichszahlen zu 2008 aus? Wie schneidet 2009 im Vergleich zu 2008 ab? Also ziemlich sicher schlechter, weil gerade im letzten Jahr war ja die Shopping City als riesiger Deal mit 600-700 Millionen, die wenn man so einen Deal, wenn man dieses Jahr wohl nicht mehr haben. Also es wird sicher weniger werden, das ist klar, nur weiß man nicht genau, wie viel. Welche Objekte haben denn derzeit die besten Chancen, verkauft zu werden? Gibt es da Unterschiede am Markt? Es ist immer so, auch in ganz Europa in schwierigen Zeiten geht man auf wenig Risiko. Und wenig Risiko ist beste Bürohäuser in besten Lagen, Spitzeneinkaufszentren und alles andere. Hotels sind in schlechten Zeiten riskant, Logistik, Lagerhäuser sind schwierig. Also alle anderen Kategorien sind nicht so sehr gefragt. Über Wohnen rede ich jetzt nicht. Wohnen läuft sehr gut. Ist der Verkauf des Viertel 2 die größte Transaktion, die dieses Jahr stattgefunden hat? Ja, also von den 650 Millionen waren das ungefähr 240, 250 Millionen, also mit Abstand die größte Transaktion dieses Jahr. Welche Transaktionen haben Sie im Jahr 2009 begleitet? Ja, dieses Jahr haben wir erst eine größere Transaktion, Papernet, ein Logistikzentrum. Neben den von Ihnen begleiteten Transaktionen, welche Transaktionen wurden 2009 abgewickelt? Okay. Die größte war, haben wir schon kurz erwähnt, das Viertel 2 an den Fonds der Erste Bank und das Hotel Marriott dort. Dann hat auch Herr Vlaschek um 100 Millionen von ein ehemaliges BAWAG-Bürohaus in der Innenstadt erworben. Dann ja, der Haselsteiner von Strabag hat von der Immofinanz um 75 Millionen ein Portfolio tolle Zinshäuser gekauft. Und dann wurde noch von der Immofinanz das V-Park Garagenportfolio so um die 100 Millionen verkauft. Also einige schöne Transaktionen dieses Jahr schon. In welche Richtung haben sich denn die Preise im Jahr 2009 bewegt? Gibt es da eine Bewegung nach oben oder nach unten? Ja, also die Preise, es gehen jedenfalls nach unten. Die Verkäufer zum Beispiel beim BAWAG-Haus, die haben schon in der Presse gesagt, sie haben so weniger an den Vlaschek verkauft, als es von der BAWAG gekauft haben vor 1,5 Jahren. Da haben wir es an sie verkauft. Das war offensichtlich ein guter Deal für einen Verkäufer damals noch. Also die Preise gehen jedenfalls nach unten, aber wieder relativ mild und langsam im Vergleich zu jetzt Westeuropa oder auch Osteuropa.